Die sind Personal. Die haben an der Verfassungsgebung überhaupt nicht mitzusprechen. Also, ich begrüße jetzt hier mal ganz herzlich unsere Zuschauer zu unserem ersten kleinen Gespräch zu dem Gesprächsformat UV, also unsere Verfassung im Gespräch. Und da sind wir, der Ralf Fürst, die Stefanie Mahl, der Peter, will er seinen Namen verraten? Oder bleibt der Papa? Ja, meines Zeichens Weber. Gut, und ich bin Diana Amann und wir begrüßen euch ganz herzlich und wir besprechen hier heute ein paar Themen, die im Rahmen von unserer Verfassung, nämlich unserem Verein, interessant sein könnten. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal die Petition von Marianne Grimmenstein besprechen, weil wir uns da letztes Mal schon, da kam es schon zu ein bisschen hitzigen Diskussionen. Oh, der Peter meldet sich, so toll. Aber weißt du was, du kannst auch einfach reinquatschen. Ich kann auch einfach reinquatschen, aber das kann gefährlich werden. Ich weiß ja nicht, inwieweit es sinnvoll wäre, dass wir erstmal erklären, was wir eigentlich überhaupt machen. Ja. Oder wofür wir antreten. So kurz vielleicht. Ich habe doch da so einen schönen Spruch kreiert vor kurzem. Den habe ich auch in die Gruppe gestellt. Weil ich grundsätzlich überlegt hatte, dass es ganz gut ist, wenn wir jetzt anfangen, so richtig viel zu erklären, das muss, glaube ich, gar nicht sein, Das ist weil richtig. mit der Zeit kriegt man das so mit. Also ich würde auch sagen, ich erzähle mal die, was Marianne Grimmenstein macht und dann kann man das, was wir stattdessen machen, hier anfügen. Dann wird es deutlicher, als dass wir das jetzt theoretisch sagen. Also ich denke, wir müssen jetzt schon viel schneiden gerade. Ne? Oder wollen wir das alle jetzt Ist das schon am lassen? Schneidern? Nein, Ach, du ich heißt bin ja ja Schneider. Weber. Ich bin Du, Weber. wir Ich brauchen liebe jetzt noch einen, der Höchstens. Schneider heißt. Ich schneide so wenig wie möglich. Ja. Naja, soll ja auch eine lockere Runde sein, ne? Soll ich mal anfangen? Ja. Ich suche, es sei ich denn, warte der mal Peter will ganz. jetzt unbedingt kurz was noch sagen, dann sagt Ja, er das noch. ich suche gerade in der Redaktion, weil ich nach dem letzten Zoom reingemacht habe, unser Slogan eventuell. Deine Stimme für unsere Souveränität. Abstimmen für eine glückliche, friedvolle und angstfreie Zukunft. Ich protestiere gegen angstfrei. Nee, gar nicht, Nee? weil dieses jetzige System agiert mit Angst und zwar vortrefflich. Und ich denke, das, was wir brauchen, ist definitiv eine angstfreie Zukunft und grundsätzlich. Ich glaube, da hat Stefanie gar nichts dagegen. Sie würde nur gerne den Begriff gar nicht drin haben, ne? Ich weiß. Genau. Naja, da Also sind eine wir ja schon freie voll in der Zukunft. Diskussion. Ja. Eine freie Zukunft. Wobei, das Brainstorming über den Slogan, das machen wir Morgen, beim nächsten. morgen oder beim nächsten internen Zoom. Also fange ich mal, darf ich anfangen? Ich würde es Ja. gerne ganz faktisch machen und erstmal vorstellen, was Marianne Grimmenstein und hinter ihr stehender Friedemar Willemar machen. Okay, fangen wir mal, darf ich das vorstellen? Du darfst es total, Ralf. Aber wenn das hier unser erster Zoom ist, dann wäre es vielleicht gut, wenn du mit drei Sätzen, wirst du schaffen, erklärst, was wir eigentlich wollen. Das ergibt sich dann an dem Thema selbst. Gut, dann lasse Ja. ich dir freien Lauf. Bitte, Herr Böß. Also, passt auf. Ich habe hier eine Mail, in der alles genau beschrieben ist mit allen Links, nur damit ihr das wisst. Ja, so. Die Besonderheit ist, Entschuldigung, dieser schreckliche Husten, irgendwann wird er mich verlassen, spätestens mit meinem Tod. Wie hat Christian Morgenstern gesagt? Der hat ja eine schwere Lungen, wie sagt man, TB gehabt, TBC, und damals gab es auch gar keine Medikamente, da ist man halt dran gestorben irgendwann. Und das Letzte, was er sagte, sein letztes Wort gewissermaßen war das: Der Husten ist vierdimensional. Heilung kann nur aus dem Geiste kommen. Und dann Richtig. gestorben. Genau. So, und dann war er den Husten los, den hat er auf der Erde gelassen, und jetzt scheint es so, als hätte ich ihn. Es war nicht sehr nett von Christian Morgen. Also, Marianne Grimmenstein, ganz kurz, ist eine unglaublich tatkräftige Frau. Ich glaube, die war irgendwie Musiklehrerin oder sowas in der Art.
Und hat gegen CETA und TTIP eine große Verfassungsklage mit ganz vielen, da hat sie ganz viele Menschen dazu versammelt zum Bundesverfassungsgericht, weil CETA und TTIP, ich will mal sagen, das Grundgesetz außer Kraft setzen. Das ist das Thema. Und dadurch ist sie gewissermaßen bekannt geworden und weil sie so sehr tatkräftig ist, hat sie ein immer größeres auch Netzwerk an Menschen, die an ihr interessiert sind und so weiter und Follower auf allen Ebenen und so weiter. Und es kommen immer neue Meldungen und so weiter und so fort. Wie dem so sei. Also entsprechend hat sie auch Einträge in Wikipedia und so weiter und so fort, weil es einfach beeindruckend war, dass eine, ich will mal sagen, Rentnerin einfach von hinten, ich will mal sagen, so ein großes Ding in Schwung bringt. So, ne? Jetzt hat sie eine zweite Initiative gestartet und die zweite Initiative ist eine verfassungsgebende Versammlung. Und zwar unter dem, sieht man das hier, unter dem Link gemeinwohllobby.de. So, und da ist es so, warte mal, da oben sieht man lauter Adressen, die man eigentlich nicht sehen sollte, oder? Naja, Ja, das die hält sind sich in Grenzen. gut, okay. Also pass auf, gemeinwohllobby.de. Das Problem ist, das ist gar kein Problem. Da hat sie eine verfassungsgebende Versammlung gegründet. Also Menschen versammelt, die sagen, wir wollen eine neue Verfassung machen, weil in der alten vieles nicht drin steht. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Und um dort mitmachen zu können, also diese verfassungsgebende Versammlung ist aus ihrem Sinne ganz demokratisch. Man setzt sich zusammen und fragt sich, was soll der erste Satz sein, was soll der zweite Artikel sein, was soll der dritte Artikel sein und so weiter und so fort und formuliert da was und dann geht das immer wieder hin und her und wird diskutiert und ganz am Ende steht dann da irgendwas. So, dann steht da gewissermaßen ein Artikel. Und dann kommt ein Artikel 2 zustande und ein Artikel 3 und so weiter und so fort. So geht das da. Und das sind dann viele Menschen, die da auch immer wieder aufgerufen werden, mit abzustimmen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Und da gerinnt dann langsam ein vielfältiges Verfassungswerk. So, ja. Um die Sache, ich will mal sagen, juristisch interessanter zu machen oder ihr eine wichtige Basis zu geben, hat sie gefordert, dass die Menschen, die da mitmachen, das beim Bundespräsidenten anmelden. Ja, das Ja. muss man auch wissen. So. Weil es gibt den Artikel 146, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das ist der Hintergrundgedanke. Und wenn sie eine neue Verfassung haben will, dann ist das eine verfassungsgebende Versammlung. Und eine verfassungsgebende Versammlung hat besondere Rechte. Ich will es ganz vorsichtig sagen, eines der besonderen Rechte ist, dass eigentlich der Staat nicht dagegen eingreifen darf, weil das Sache des Volkes und eine verfassungsgebende Versammlung hat dadurch im Sinne des Gesetzes einen hohen Schutz. Ob unsere Politiker das als eine verfassungsgebende Versammlung anerkennen oder als ein Privatclub von Durchgedrehten, das ist eine andere Geschichte. Aber eigentlich hat sie einen besonderen Schutz und um diesen Schutz auch zu aktivieren, hat sie das gemacht, dass man sich beim Bundespräsidenten anmeldet. Genau. Das ist eine Geschichte. Ich erzähle noch eine Nebengeschichte, die dann auch war. Dann kam Corona. Dann hat sie gesagt, dass man, wenn man sich da anmeldet in der verfassungsgebenden Versammlung, weil man dann besondere Rechte, also gewissermaßen wie eine Unangreifbarkeit von Seiten der Politik hat, sowas wie ein Politiker, der eine Immunität hat, dass man, wenn man da angemeldet ist, seine Kinder nicht in die Schule bringen oder nicht entsprechend impfen lassen müsse und so weiter, dass man da Sonderrechte habe. Das halte ich aber persönlich für Quatsch. Das ist auch sicher nicht, war sicher eine schwierige Position. Ich habe mal eine Frage dazu, Ralf. Ja. Hat sie denn vor, dieses ganze Werk, wenn es dann fertig ist, der Volksabstimmung anheimzustellen? Das würde dann am Ende passieren müssen. Sonst ist es ja Quatsch, wenn da jetzt 1000 Leute oder 100 Leute zusammenarbeiten. Was die ausarbeiten und nachher zu sagen, ohne Volksabstimmung das geltend zu machen, das wird ja dann Quatsch. Das muss durch eine Volksabstimmung gehen. Ja, das will sie auch.
Das ist bei ihr auch geplant. Also das findet man auf gemeinwohllobby.de. Und auch damit das nochmal klar ist, nicht, dass das jetzt so sich anhört, als wäre das dann geschlossener Kreis. Also sie ruft ja wirklich immer die Leute auf. Jeder kann da mit dran schreiben. Ne? Also wenn irgendjemand etwas nicht gefällt, der kann natürlich da seine Kritik einbringen und dann auch sagen, ich würde das jetzt aber umformulieren. Also das ist halt, das ist das sehr Positive an ihrer Gemeinwohllobby, an der Genau. das jeder mitschreiben kann. Genau. So, seht Und ihr jetzt das nächste Bild? Nee, ihr seid immer noch auf dieser Website, auf der ja, Mail. wir sehen hier immer nur deine E-Mail. Immer noch die Mail, weil ich habe jetzt ein neues Bild aufgeschlagen, aber die sieht man hier nicht, das lassen wir auch weg. Also gut, jetzt den Inhalt der neuen Verfassung sieht man unter gemeinwohllobby.de Gesellschaftsvertrag. Da kann man den Inhalt sehen. Ob man da inzwischen, ob das inzwischen gelockert ist, dass man auch mitschreiben kann und mitdenken darf, wenn man sich nicht beim Bundespräsidenten gemeldet hat, ist eine andere Geschichte. Ne? Und dann der Weg, das Grundgesetz durch eine neue Verfassung zu ersetzen, sieht man hier. Also da gibt es eine Darstellung, auch vielleicht zeige ich sie doch, vielleicht kann ich sie zeigen. Ich gucke mal. Warte, ich gehe noch mal auf diesen Punkt. Ich hoffe, ich finde ihn wieder. Jetzt seht ihr ja mich, das ist gar nicht so gut. Wir sehen nicht, das geht nur nicht. Wir sehen Oh, nicht das ist noch schlimmer. Ah, nur Bildschirm freigeben, da ist es. So, mal gucken, ob ich ihn finde. So, also der Weg ist, nur damit man sich's vorstellen kann, Phase 1, es können Vorschläge gemacht werden, Phase 2, Arbeitsgruppen bearbeiten die Vorschläge. Drittens, es entstehen mehrere Versionen der Artikel. Viertens, es werden Zwischenabstimmungen gemacht über die verschiedenen Artikel. Fünftens, die abgestimmte Endfassung wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Die abgestimmte Endfassung wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Endfassung wird durch eine Volksabstimmung verabschiedet. Genau. So, und damit ist nach Artikel 146 eine neue Verfassung in Kraft getreten und das Grundgesetz hat seine Gültigkeit verloren. Und sie sieht das jetzt schon in Phase 2. Also das ist das, wo sie dran sind. Sehe ich das richtig? Oder ist das was, was erst dann kommen soll noch? Es könnte sein, dass sie schon in Phase 3 sind, das weiß ich nicht genau. Okay. Also Phase 2 läuft, wenn dann schon recht lange oder länger. Man kann auf jeder Phase, man kann immer sehen, was da drinnen steht. So, ganz einfach, auch mit den anderen. Das ist also ein ziemlich, ich will mal sagen, mühsamer, aber verständlicher, demokratisch verständlicher Prozess unter der Voraussetzung, dass alle auch mitmachen. Also ich würde nicht mitmachen, damit ist es ein Problem. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. So, ja, so. Aber am Ende so. Wenn das jetzt ein Prozess wäre, der erst dann richtig starten sollte, wenn genügend Leute zum Mitmachen bereit sind, dann wäre das eine andere Sache. Wenn das ein Prozess ist, der jetzt unter den paar, die das machen, läuft, dann ist das natürlich sehr problematisch, weil es kein demokratischer Prozess ist, wie du sagst. Genau. Ja, naja, und die Frage stellt sich ja, wie will sie zu dieser Volksabstimmung kommen? Ja, also das ist jetzt die große Frage, genau. Und da hat sie etwas Interessantes gemacht. Sie hat eine Petition an den Bundestag geschrieben, dass der Bundestag ein Ausführungsgesetz des Artikel 146 formulieren möge. Das, was Findet man? Demokratie jetzt auch schon seit 100 Jahren versucht. Nee. Nee, Demokratie, mehr Mehr Demokratie Demokratie. und Omnibus für mehr Demokratie haben die Politiker immer gewählt auf den Artikel 20 Absatz 2 hingewiesen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt und hat immer gesagt, da steht, dass Abstimmungen notwendig sind, bitte macht ordentliche Gesetze für die Abstimmung. Das wäre aber im Rahmen des Grundgesetzes, gewissermaßen auf Artikel 20, haben die gesetzt und haben gesagt, bitte macht ordentliche Ausführungen für Volksabstimmung auch vollumfänglich, dass man die wichtigen so. Und haben dann eigene
Dinge mit eingebracht, also haben ihre eigene Expertise und ihre eigenen Formulierungen alles eingebracht, ihre Gesetzesvorschläge. Das sind ja die Formulierungen, die wir ja auch verwenden. Marianne Grimmstein geht einen anderen Weg, die geht über Artikel 146. In Artikel 146, ich wiederhole es nochmal, heißt es, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das heißt, die führt nicht irgendwas ins Grundgesetz ein, sondern sie will das Grundgesetz gesamt ersetzen durch eine neue Verfassung. Ja. Und um das machen zu können, hat sie die Politiker aufgefordert, ein Durchführungsgesetz für Artikel 146 zu schreiben. Und da werden die natürlich, da rennt sie ja natürlich offene Türen ein wahrscheinlich. Nicht nur bei den Politikern, auch bei mir. Ja. Also was würde dagegen sprechen, wenn es das Gesetz gäbe erstmal? Genau. Ich sage mal im Bilde, sie bietet die Politiker, sie bittet die Mafia, ein Gesetz zu machen, welches die Gültigkeit der Mafia oder die Mafia außer Kraft setzt. Ja, aber wenn es die Mafia machen würde, was würde dagegen sprechen? Ja, wunderbar, gar nichts, wenn es die Mafia machen würde, genau. Genau, dann sind wir uns einig. Also juristisch ist die Sache völlig in Ordnung. Also das ist völlig in Ordnung, juristisch gesehen. Politisch gesehen ist es, wie wenn man die Mafia fragt, die soll mal ein Gesetz machen, um ihre Macht einzuschränken. Oder um sogar der Mafia die volle Basis zu nehmen. Du weißt ja gar nicht, was in der neuen Verfassung drin steht. Ralf, kannst du den Bildschirm wieder ändern? Weil ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, dass wir den Bildschirm hier die ganze Zeit sehen. Ja, gut, dann mache ich ihn mal wieder runter. Wo haben wir ihn? Ich muss das mit der Freigabe erst noch üben. Also wenn man auf die Verfassungsbeschwerde von Marianne Grimmstein geht, vielleicht kannst du das ja mal eher nochmal aufmachen. Ach, das habe ich längst schon offen. Ja, zeig mal. Ja, weil da finde ich, ist es irgendwie so... Meinst du das? Wir sehen es nicht. Wir sehen immer noch das alte Bild, die E-Mail. Okay, Freigabe stoppen. Und was willst du jetzt sehen? Die Verfassungsbeschwerde selber jetzt. Die Petition. Also die Petition, genau, die Petition zur Verfassungsbeschwerde. Genau. Weil ich finde, es kommt sehr rüber, was für eine gute Absicht sie eigentlich hat. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, also ich meine auch oben mit diesem Zauberer, ich meine, das ist irgendwie alles so menschlich und lustig und nett gemacht. Und dann schreibt sie auch unten irgendwie, geh mal ein bisschen runter bitte. Scroll mal runter. Genau, das fand ich jetzt nämlich total spannend. Sie sagt, eigentlich sollte eine Bevölkerung solidarisch sein und sich selbst organisieren. So, wenn das nicht der Fall ist, braucht man die vorhandenen staatlichen Strukturen. Das bedeutet, und das finde ich jetzt nämlich echt den Knaller, weil das kommt so harmlos daher. Ein schwaches Volk braucht eine starke Regierung. Ein starkes Volk regiert sich jedoch selbst. Okay, aber wir sind leider noch nicht wir sind leider noch auf die staatlichen Strukturen angewiesen, da die Bevölkerung bei uns zurzeit noch nicht in der Lage ist, die notwendigen Debatten der Gesellschaft zu realisieren, um eine Abstimmung selbst zu organisieren. Und da kann ich ja nur sagen, wenn wir auf diese staatlichen Strukturen angewiesen sind und uns da weiter drauf verlassen, ja, dann sind wir ja verlassen. Ja. Also das ist ja total. Also zu sagen, so, wir brauchen die starke Regierung. Also wir brauchen unsere Feinde. Das ist ja wohl der Hammer und dulden das auch und fragen die dann jetzt, dass sie uns helfen mögen. Das sehe ich genauso. Und das war das Wort Feinde würde ich jetzt etwas einschränken und würde sagen. Ja, aber ich muss das hier direkt sagen. Das Wort Feinde, ja. Die Regierung sind ja jetzt nicht direkt unsere Feinde. Sie sind nur fremdgesteuert von außen und kümmern sich nicht mehr um uns. Also ich muss mal ganz vorsichtig sagen, dadurch entsteht eine Art von Feindschaft, aber also eine Feindschaft gegenüber dem Souverän ist tatsächlich da. Ja, so. Jedenfalls ja, ist es problematisch. Super Einwand, auf jeden Fall. Was sie gemacht hat, ist eine gute Beschreibung des Ist-Zustands. Ja. Abgesehen davon, dass das natürlich kein Dauerzustand sein wird, jedenfalls in meiner Welt ist das definitiv nicht der Fall. Und es braucht natürlich auch noch eine gewisse Entwicklung, das sehe ich auch so, aber die wird in kürzester Zeit erfolgen, da bin ich auch überzeugt von.
Ansonsten ist das natürlich, das geht ja nicht. Das geht überhaupt ja nicht. Also, das finde ich auch äußerst kritikwürdig. Diese letzten drei Abschnitte. Ja. Also ich finde den Satz, ein schwaches Volk braucht eine starke Regierung. Der springt mich an und schreit, wie kann man? Selbst wenn sie es gut beschreibt, was der Fall ist, ist es doch genau die Einladung für die, nennen wir es mal, andere Seite, dafür zu sorgen, dass wir weiterhin ein schwaches Volk sind. Und Genau. was dann? Wir müssen stark werden, und zwar egal, ob wir dabei Hilfe irgendwoher haben oder ob wir das nur aus uns selber schöpfen. Letztendlich können Absolut. wir Keine Hilfe von denen erwarten, die uns ja die ganze nee, wir Zeit können, versuchen, aber schwach zu selbst, machen. Das ist ja total verrückt. wenn wir sie bekämen, es ist wurscht, wir müssen alles nehmen, was wir kriegen können. Und der Hauptsache wird es unsere eigene Stärke sein oder die jedes Einzelnen, um dahin zu kommen, eben uns selbst zu regieren. Aber so ein Satz, der darf einfach als, der darf einfach nirgends stehen, selbst wenn er irgendwo eine Wahrheit beinhaltet. Ich finde es vollkommen falsch, wenn so ein Satz bei sowas dabei steht. Ja, also wenn das die Petition ist, würde ich die definitiv nicht unterschreiben. Ansonsten inhaltlich durchaus, ja, kann man bestimmt viele Sachen so machen. Jeder macht da seinen eigenen Weg, aber das geht ja nicht. Guck mal, Also, Ralf, das ist nicht der Petitionstext, ne? Das ist der nein. Erläuterungstext. Genau, das Genau. ist. Sehr schön. Das ist der Okay. Petitionstext jetzt, ne? Wie hat hier jemand vor, den vorzulesen? Diana? Okay, ist aber ganz schön. Soll ich echt alles vorlesen? Ja, so lange wird es nicht gehen. Denke mal, kriegen wir schon hin. Unsere Demokratie ist krank, ja. Unsere repräsentativen Demokratien berücksichtigen die Finanz- und Kapitalinteressen der Wohlhabenden stärker als die Gemeinwohlinteressen der Bevölkerung. Dadurch haben wir Krisen ohne Ende. Ausufernder Lobbyismus, endlose Steuerverschwendung, zum Beispiel Maskendeals, steigende Energiepreise, Versorgungskrise, galoppierende Inflation, Bildungskrise, wachsende Umweltzerstörung und so weiter. Wir brauchen dringend neue Rahmenbedingungen, damit wir nicht ständig in Krisen und Angst leben. Verfassungen bilden die grundlegenden Spielregeln einer demokratischen Gesellschaft. Deshalb ist es sehr wichtig, wie und von wem sie geschrieben werden. Die deutsche Verfassung, also das deutsche Grundgesetz, wurde zwischen, ist auch interessant, ne, dass sie das jetzt schon so sagt, wurde zwischen 1948 und 49 vom Parlamentarischen Rat erarbeitet. Die 65 stimmberechtigten Mitglieder wurden nicht in allgemeiner direkter Wahl, sondern von den einzelnen Landesparlamenten gewählt. Die Bevölkerung wurde bei dem Prozess der Erarbeitung der Verfassung komplett ausgeschlossen. Aus diesem Grund müssen wir evaluieren, inwieweit das Grundgesetz geändert oder gar ersetzt werden muss. Die Bevölkerung muss an dem Prozess beteiligt werden. Ich fordere ein Ausführungsgesetz für Verfassungsgebung, damit eine Verfassungsgebung, so wie derzeit in Chile, auch bei uns stattfinden kann. An alle Fraktionen im Bundestag. Bringen Sie ein Ausführungsgesetz zur Verfassungsgebung noch in diesem Jahr in den Bundestag ein. Damit die Bevölkerung ihre volle Handlungsfreiheit behält, hat sie nie gehabt, um ihre soziale, kulturelle und wirtschaftliche Weiterentwicklung laut Völkerrecht frei zu gestalten, soll das geforderte Ausführungsgesetz nur das Verfahren der Verfassungsgebung gewährleisten. Das deutsche Volk soll frei darüber entscheiden können, ob das Grundgesetz durch eine andere Verfassungsordnung abgelöst oder das Grundgesetz mit Ergänzungen als Verfassung der Bundesrepublik Deutschland beibehalten werden soll. Das Gesetz soll regeln, dass mindestens ein Jahr lang öffentliche Debatten und abschließend eine Abstimmung stattfinden. Eine Verfassungsgebung durch das Volk ist durchaus machbar. Gerade läuft eine Verfassungsgebung in Chile. Es finden viele öffentliche Debatten zu wichtigen ethischen Fragen des täglichen Lebens statt. Chile hat eine verfassungsgebende Versammlung gewählt und auch die Bevölkerung kann Vorschläge einbringen. Ich bin Marianne Grimmenstein, also ich jetzt nicht. Ich bin Doch. Musikerin aus Lüdenscheid und habe die Bundesregierung aufgrund von CETA verklagt. Damals haben auch alle gesagt, es wäre verrückt, doch am Ende musste der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Regierung vor Gericht verteidigen. Es war die größte Bürgerklage aller Zeiten und wir haben auch viel erreicht. Ich gebe nicht auf, mich für unsere Demokratie stark zu machen. Okay, Ralf, wo bist du? Ich muss Ich runterscrollen. bin da, ich bin da. Eine Verfassungsgebung, das heißt die Schaffung einer neuen Rechtsordnung, ist ein unveräußerliches Naturrecht jedes Volkes. Das Grundgesetz mit Artikel 146 bestätigt das auch.
Deshalb fordere ich von allen Fraktionen im Bundestag die Einleitung einer nicht direkt demokratischen Verfassungsgebung. Scroll mal nochmal runter, Ralf. Geht's noch weiter oder? Ich weiß nicht, kann ja nicht mehr viel sein. Okay, jetzt mal. Ah, nee. Verfassungsfragen, wenn es auch juristisch klingt, sind Alltagsfragen. Eine wahre Demokratie beginnt erst, nachdem sich der Souverän, das deutsche Volk, nach längeren Diskussionen durch eine Abstimmung eine Verfassung gegeben hat. Die Abstimmung hat in Deutschland noch nie stattgefunden. Bitte unterstützen Sie meine Petition, damit wir uns eine lebenswerte Zukunft ermöglichen. Ja, da gibt es vieles, wo wir sagen würden, ja, das stimmt, und einiges, wo wir sagen würden, Hilfe. Manchmal hat man den Eindruck, dass sie ein Stück weit so ja, von uns ja, sich bedient hat, wobei das jetzt natürlich nur. Kann auch Zufall sein, dass es einfach. Naja, das wird mit Sicherheit genau. Zufall sein. Hat sie eigentlich irgendwo klar Stellung bezogen, was sie am Grundgesetz stört? Klar und knapp? Ja, nicht unbedingt klar. Doch, also klar, ja, aber nicht knapp. Also sie hat da viele Einwände gegen. Also ich denke mal, ich vermute mal ganz stark, dass sie mit unseren Vorstellungen ziemlich, dass wir ziemlich nah beieinander liegen. So, ja. Ne, es ist halt nur der Weg, den sie wählt, der ist ein definitiv anderer. Kann das sein, dass sie auch einfach dem Gedanken aufsitzt, das ist eine aufoktroyierte Verfassung, was ja viele tun? Das ist zum Beispiel ein Punkt, den sie sehr scharf hier sagt, dass sie sagt, das Grundgesetz ist nicht in allgemeiner Bearbeitung, es gab keine verfassungsgebende Versammlung, da waren diese paar 64 Hanteln, die haben das ausgearbeitet und dann wurde es einfach dahin gesetzt, egal wie. Das ist tatsächlich der Fall, genau. Sie wird doch aber auch sicherlich die Biografie von Carlo Schmid gelesen haben und wissen, was eigentlich dann wirklich passiert ist, oder? Das ist eine andere Geschichte. Naja. Fragen? Wir können sie ja mal fragen. Also ich persönlich würde jetzt einfach nur dazu sagen, seht ihr jetzt, was ich hier tippe? Seht ihr, was ich hier tippe? Ja. 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 Dass ich da irgendwie ein anderes Gefühl zu habe, das stimmt zwar, dass natürlich da nur bestimmte Menschen dran mitgeschrieben haben, dass das für mich qualitativ die Sache aber keinesfalls schlechter macht. Im Gegenteil, weil zu der damaligen Zeit war eigentlich das Bewusstsein für Recht und Unrecht so hoch und angesichts dessen, was gerade passiert war, eigentlich wie die Weisheit besonders stark, dass ich finde, dass das Grundgesetz, wie es damals dann geschrieben wurde, das nicht wichtig ist, wer das jetzt, ob da jetzt alle dran mitgeschrieben haben. Also vielleicht sogar umso besser, weil ich habe eher die Befürchtung, selbst wenn, also wenn ich mir jetzt vorstelle, bei der Gemeinwohllobby würden jetzt 5.000 Leute mit dran schreiben oder sagen wir 50.000, dann wird es doch nicht besser. Ja. Also da wird es doch eher nur noch schlimmer, weil dann ist das ein Prozess, also ich meine, allein zu dritten Text zu verfassen, ist schwer. Also mein Eindruck in wann waren das, 80er Jahren, als ich das Grundgesetz kennengelernt habe in meiner Schulzeit, war der, es ist mit Herzblut geschrieben und zwar im Sinne der Menschen. Ja, das war für mich so der wichtigste Eindruck von Carlo Schmid, im Speziellen, auch wenn seine Rede heute zu hören oder zu lesen schwierig ist, auch wenn Leute das behaupten zum Teil, sie hätten sich diskutiert, da mit ein paar Leuten rumdiskutiert auf Twitter. Also ganz unbekannt ist der Mann nicht, aber die Essenz dessen, da will niemand hin, sondern dann geht man immer nur auf diese, irgendjemand schreibt drüber, interpretiert es für einen. Und ich finde, man sollte auf die Quellen zurückgehen und was die Quellen für einen Eindruck für einen machen. Und die Quellen von damals sind einfach, es ist mit Herzblut für die Menschen geschrieben worden und mit wahnsinnig viel juristischem Sachverstand und sehr zukunftsweisend. Das ist auch durchgekämpft worden mit viel Mühe. Und ich fand es damals fantastisch und ich finde es heute noch fantastisch. Und irgendwie kommt es bei manchen Menschen nicht rüber durch diesen Entstehungsprozess, der denen irgendwie komisch vorkommt. Aber wie du sagst, mehr Leute machen es nicht besser. Seht ihr die Webseite, die ich hier eingeblendet habe mit Carlo Schmidt? Was heißt eigentlich? Ja, sieht man. Warum soll man was Geniales verbessern? Also ich meine, der Anfang jetzt. Also wir sind uns ja einig, dass ein paar Sachen wirklich mittlerweile und
vielleicht von Anfang an nicht genug ausformuliert waren, eben die Abstimmungen. Aber warum soll man die genialen Teile daran verwerfen? Ich verstehe es nicht. Also auf der Webseite unsere-verfassung.de gibt es einen Link unter Videos und da gehst du runter und dann kommst du auf Carlo Schmidt, auf diese Rede. Und da ist die Rede hergestellt, du kannst sie hier laufen lassen als Ton und hast hier den Text vollständig. Plus links immer die Angabe Sekundenangabe oder Minuten- und Sekundenangabe, wann der Text läuft. Also du hast quasi links die Überschriften zu dem die Themen, die abgehandelt werden und sowas. Und da wird die ganze Sache vom Grundgesetz abgearbeitet. Das ist super schön gemacht, so in der Geschichte. So, das ist die eine, was ich sagen wollte. So, dann seht ihr, wenn ich hier klicke, seht ihr, dass ich das... Ja. Ja. Ja, okay. Funktioniert jetzt. Dann habe ich gerade mal, damit man den Unterschied sieht. Also was das Besondere am Grundgesetz ist Folgendes. Am Grundgesetz wird geregelt das Verhältnis des Einzelmenschen zum Staat. Das ist eigentlich fast alles, das ist das Hauptthema im Grundgesetz. Darf der Staat in die Grundrechte eingreifen oder nicht? Und sind die Grundrechte, ich will mal sagen, verteidigbar gegenüber einem auch übelwollenden Staat? So, das ist die Geschichte. Das ist eigentlich das Thema. Alles andere hat das Grundgesetz versucht, auch ob das eine Gemeinwohlwirtschaft ist oder eine Privatwirtschaft oder was weiß ich, das haben die alles versucht, im Grundgesetz nicht festzulegen, sondern haben gesagt, das muss die Bevölkerung machen, das müssen die Gesetze machen. Das genau. muss in den Gesetzen laufen, nicht in der Verfassung. Das heißt, die Verfassung ist eine ganz saubere Aufgliederung der Grundrechte gegenüber dem Staat und wie der Staat organisiert ist auf Grundlage dieser Auseinandersetzung. Das ist eine echte Demokratie, ist ein echter Rechtsstaat und ein echter Sozialstaat. Das ist ja in Artikel 20. So, das ist eigentlich schon fast das ganze Grundgesetz, wenn man das will. So, jetzt gucke ich hier in die Verfassung in den Verfassungsentwurf von Grimmenstein, da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Freiheit und Selbstbestimmung jedes Menschen über seine eigene Person und seinen Leib ist sein vollumfängliches Recht. Diese unverletzlichen Menschenrechte zu achten und zu schützen ist Verpflichtung allen staatlichen Handelns. Da haben Sie mal das Wort Gewalt rausgenommen. Mich stört auch diese Sache mit der Person stört mich auch. Im Grundgesetz geht dann die Sache weiter, dann werden die Grundrechte entfaltet im Grundgesetz, die Grundrechte entfaltet und dann wird gesagt, diese Grundrechte sind unmittelbar geltendes Recht. Im Gegensatz zu dem, was Politiker machen, was nur mittelbar geltendes Recht ist. Da wird deutlich gesagt, das ist unmittelbar geltendes Recht und nicht anzutasten. Ganz einfach. So. Und das war das Wichtige damals aus der Erfahrung der Zeit. Genau. Und da jeder Einzelne aus der Erfahrung der Zeit, was passiert ist, dass die Menschen als Menge, als Masse behandelt wurden und aufgeteilt wurden in die Guten ins Kröpfchen, die anderen ins Köpfchen. In den Untergang, um das zu verhindern, dass die Menschen einzeln sich dagegen wehren können, quasi allein aufgrund des Grundgesetzes. Ich glaube, das ist der wesentliche Gedanke. Egal an welcher Stelle in diesem Ganzen die jetzt waren, im Grunde hat Carlo Schmidt erkannt, dass es nicht nur die Opfer gibt, sondern es gibt auch die Opfer, die in diesem Machtapparat verloren gegangen sind letztendlich. Und dass nur wenn alle das Recht haben, sich gegen den Staat zu wehren, sowas verhindert werden kann nochmal. Ja. Dort der Artikel 2 im Grundgesetz heißt Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das ist der zweite Artikel. Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit hat man sogar nach oben gesetzt, höher gesetzt als das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, weil der Gedanke ist ganz klar, Leben und körperliche Unversehrtheit, das kann auch im Sklavendasein. Also du kannst auch Sklaven so am Leben halten und körperlich unversehrt, aber es sind rundherum Gitter. Und deswegen ist hier das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nach oben gesetzt und Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit steht halt erst an zweiter Stelle. Das war eine schwere Diskussion damals übrigens in der damaligen verfassungsgebenden
Versammlung war es ja nicht in dem Sinne, Verfassungsgebung. Hier steht, der Mensch hat aufgrund seiner Stellung die Verantwortung für Schutz, Pflege und Bewahrung der ihn umgebenden, belebten und unbelebten Natur. Dafür trägt jeder Mensch Verantwortung. Das ist grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, aber... Genau, nein, da ist nichts gegen zu sagen. Ja, ja. Das ist aber heutzutage im Artikel 20a des Grundgesetzes, in dem die Verantwortung auf die Natur ist, ist es auch drin. Ist also nicht draußen, ist zwar bescheuert formuliert, das muss einer mit Drogen geschrieben haben, dieses Ding, und unsere Politiker haben alle Ja gesagt. Aber also Artikel 20a, den muss man mal lesen, der ist so dämlich geschrieben, den kann man so wunderschön formulieren. Ich hatte ihn mal umformuliert, aber das ist eine andere Geschichte. Aber es ist drinne inzwischen. Aber erst unter Artikel 20a, nicht Artikel 2. Da ist, weil hier im Grundgesetz geht es um die Freiheitsrechte gegenüber einer Regierung. Das ist, und hier werden Pflichten gleich geäußert, quasi, bevor. Ich frage mich jetzt auch, was passiert denn jetzt mit einem Menschen, der jetzt diese Verantwortung nicht trägt? Also, oder wo sehe ich denn jetzt, ob einer die Verantwortung nicht trägt? Also, wenn ich jetzt Fleisch esse, bin ich dann jetzt unverantwortlicher Mensch gegenüber der Natur, oder was passiert dann mit mir? Und wenn ich ein Auto erfunden habe und hinten kommt Benzindampf raus? Also das ist mir jetzt sehr unklar. In dem Fall. Gut. Also ich will jetzt auch nicht kleinkariert sein, weil letztlich ist es ja, das möchte ich mal nochmal positiv dazu erwähnen, wenn einem jetzt hier irgendwas blöd vorkommt, dann könnte man ja sagen, ja, dann schreibe ich jetzt dran mit. Ja. Die Frage ist natürlich, inwieweit das in den ausführenden Gesetzen dann verankert wird, was damit dann gemeint ist oder wie dann damit umgegangen wird mit dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Ist ja auch nicht unwichtig. Inwieweit der Staat oder sich das Volk eine Reglementierung für Andersdenkende vorsieht, wenn überhaupt. Und ich bin der Meinung, sowas sollte in einem solchen Umfang gar nicht stattfinden. Also ich finde alles, was da drin ist, berechtigt. Ich muss es ja, sagen. Absolut, absolut. Ich finde, ich kann da jetzt gar nicht sagen, ich finde das unberechtigt. Ja, ja. Aber nicht an der Stelle. Nicht an der Stelle. Weil wenn es in dem Zusammenhang ist, drängt sich mir gleich auf. Jetzt sind wir gleich wieder bei das Kollektiv geht vor dem Individuum. Sowas, ja, genau. Und also das sowas geht gar nicht. Ralf, das ist genau das, wogegen das Grundgesetz angeschrieben worden ist, weil das war es bei den Nazis. Das Kollektiv geht vor dem Individuum. Und das darf nicht wieder sein. Das lese ich jetzt aus dem Artikel 2 nicht heraus. Nicht aus dem, was da steht, sondern aus diesem schnellen Zusammenhang von 1 genau. und 2. Also es wird die Verfassung direkt an Naturschutz gebunden. Was ich durchaus verstehe, ist nicht mein Problem, weil wir brauchen den Naturschutz, wenn man so will. Absolut. Also, ja. Der Satz ist super, der Satz ist richtig super. Ob er nur an der Stelle berechtigt ist, ist eine Diskussionsfrage, richtig, ja, kriegt jede Frage. Hier kommt auch, was in Artikel 1 noch steht, im Grundgesetz. Ja, der Unveränderlichkeits... Genau, in Artikel 1 Absatz 3 im Grundgesetz steht halt, dass alles Handeln gewissermaßen an die Grundsätze gebunden ist, an Recht, dass das unmittelbar geltendes Recht ist und alles andere daran gebunden ist. Das kommt hier in einer anderen Form in Artikel 3 dann vor. Oder ist das Ganze ist Artikel 1, das heißt ja, mitten in Artikel 1. So, und Absatz das 3. Absatz 3, genau. Und wird es jetzt im aktuellen Grundgesetz, ist das Artikel 78 oder so, ne? Wie war das? Nee, im aktuellen Grundgesetz ist das Artikel 1 Absatz 3. Auch wie. Nee, ich meine jetzt Artikel 1 und Artikel 20 haben doch Ewigkeitscharakter. Das ist 79 Absatz 3. Genau, da steht ja auch, diese Bindung kann nicht abgeschafft, eingeschränkt oder verändert werden. Nee, die Artikel 1 und Absatz 3 können nicht verändert werden, steht da. Artikel 1 und Artikel 20 haben Ewigkeitsgültigkeit nach Artikel 20. Aber alles gesellschaftliche Handeln. Das hier, dieser Satz steht in einer anderen Formulierung in Artikel 1 Absatz 3. Artikel 2 ist dazwischen, dass wir im Sinne der Grundrechte für überall für Frieden in der Welt eintreten. Aber der Unterschied ist, hier steht alles gesellschaftliche Handeln. Und das ist ein anderer Sinn als alles staatliche. Und alles individuelle, wie immer. Also es ist hier quasi ein Widerspruch in sich aufgemacht. Ja, ich will das gar nicht. Also diese Grundrechte gegeneinander abzuwägen, ist ja schon schwer genug, wenn es nur um staatliche Handeln geht. Wenn ich aber alle Akteure damit reinnehme,
Wie will man dann die Grundrechte gegeneinander noch vernünftig abwägen können? Ich denke mal, das, was wir hier jetzt gerade machen, das wird genau so stattgefunden haben, als sie sich da zusammengesetzt haben in der Runde, die sie da beschrieben hat. Und das ist dann aber am Ende bei rausgekommen. Die Frage ist ja, wer dann am Ende, sag ich mal, ob das mit Abstimmung dort passiert in dem Kreis genau. Oder. Guter Punkt, Peter. Was können wir daraus lesen, dass es so rausgekommen ist? Pass auf, ich lese euch mal Artikel 1, ersten Satz vor, wie er stand 2021, vor 2 Jahren gewissermaßen. Im 28.3., also genau ziemlich vor 2 Jahren, ja, damit man das mal den Unterschied sieht. Da steht Artikel 1, unter besonderer Vorrangstellung sind die Würde aller Menschen und deren natürliche Lebensgrundlagen auf höchste Weise zu schützen. Nochmal. Unter besonderer Vorrangstellung sind die Würde aller Menschen und deren natürliche Lebensgrundlage auf höchste Weise zu schützen. Mhm. Stand okay. Damals da, ja? Ja. Der zweite Satz heißt, der Mensch hat auf Grundlage seiner Stellung in der Welt eine besondere Verantwortung für den Planeten. Bewahrung, Schutz und Pflege für seinesgleichen sowie die vorhandene belebte und unbelebte Natur. Dafür hat er eine Verantwortung zu tragen. Genau. So. Ich sehe den Menschen auch als Hüter. Aber da sieht man, dass hier zwischen dem von 2021 und jetzt sehr stark gearbeitet worden ist. Und damit war der Artikel 1 schon fertig. Ja, dann kommt Artikel 2, Schutz des Gemeinwohls hier in der alten und so weiter und so fort. Ich frage mich ein bisschen, wann der Text überhaupt je fertig ist. Also umso mehr Leute jetzt mitschreiben und immer mehr mitschreiben, also wann wird er denn dann fertig sein, wenn keiner mehr Lust hat? Also das Problem existiert oder nicht aus. Zeitlimit. Bei mir wäre es so, wenn ich jetzt anfangen würde, dann würde ich alles umschmeißen und dann wird es problematisch. Verstehst du? Und dann, wenn ich es demokratisch machen will, dann wird es immer schwieriger. Und je mehr Leute mitarbeiten, desto schwieriger wird es. Naja, das ist ja sowieso die Frage, wenn es dann zur Volksabstimmung kommt, dann wird ja sowieso da nochmal eine heiße Diskussion daraus entbrennen. Das ist ein bestimmter Prozess, der geht nicht innerhalb von ein paar Wochen. Seid ihr okay, wenn ich das wieder ausschalte? Weil ja, ich fände es auch okay, wenn wir mal wieder auf die Petition gehen. Jetzt hatten wir nämlich hier gerade so einen Ausflug gemacht. Genau. Wenn wir eigentlich nochmal wieder auf diesen Petitionstext gehen, fand ich nämlich, da könnte man auch sich schon dran langhangeln. Und da waren einige Sachen echt interessant. Also kannst du den nochmal öffnen, den ich vorgelesen habe? Ich versuche ihn wieder zu finden und zu öffnen. Mhm. Während du den aufmachst, würde ich noch gern was anmerken zu dem Verfassungstext. Es ist immer ein Problem, ob das, was ich meine, was da drin steckt, auch wirklich juristisch dann da drin steckt, nied- und nagelfest. Ist ja nicht umsonst so, dass Jura als Fachchinesisch gilt für viele Leute, es trotzdem aber seine Berechtigung hat, dass es so ist, weil es eine genaue Sprache ist, die genaue Dinge kodiert, während die Alltagssprache, die für den einen vielleicht es viel besser ausdrückt, es für den nächsten aber nicht tut und für den Juristen schon dreimal nicht tut. Und wenn man jetzt eine Verfassung aus der Alltagssprache heraus formuliert, hat man das Problem, dass sie nicht eindeutig ist, sondern dass sie interpretierbar ist. Ist das wirklich so? Ja. Ralf, suchst du noch die Petition? Machst du das nochmal bitte auf? Ja. Ich weiß das wäre dann natürlich das Problem, diese Verfassung, die Sie da schreiben, dann überhaupt in Gesetze umzuformulieren. Nein, in der Verfassung muss es ja schon ein jurakonformer Text sein und nicht nur eine Wunschvorstellung. Und mir kommt so ein bisschen wie eine Wunschvorstellung vor, wo halt viele jetzt dran mitgemacht haben. Gut, da sind auch Juristen dabei, aber wenn man sich anguckt, wie Gesetze heute formuliert werden, da wird ja viel drüber von Juristen drüber geklagt, dass das einfach nur noch schlampiger Kram ist und die Leute eigentlich keine Ahnung mehr haben. Also die Petition an den Bundestag, also jetzt müsstest du auf den Link drücken. Hm, ja. Seht ihr das? Mhm, ja, jetzt jetzt ist die Petition. Kriegst den Bogen raus. Sind 4.351 Unterschriften schon gekommen. Geil. Geh mal bitte weiter runter. Etwas weniger als bei uns. Und diese Petition richtet sich direkt an den Bundestag, ja? Ja, und zwar diese Petition geht dahin, dass jetzt, ich sage das Problem, ich möchte einfach das Problem schildern, wie das so ist.
Marianne Grimmenstein hat das vollständig angemeldet, hat diese verfassungsgebende Versammlung mit einer eigenen Verfassung, die das Grundgesetz ersetzen soll, durch eine Volksabstimmung, angemeldet beim Bundespräsidenten und hat alle gesagt, die da mitmachen wollen, die müssen sich beim Bundespräsidenten melden. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber so war es ursprünglich. Und trotzdem geht die Regierung hin oder unser Staat und sagt, das sind Verfassungsfeinde oder das sind Reichsbürger, die sagen, dass das Grundgesetz... Da gibt es wirklich eine Aussage darüber, ja? Da gibt es. Die wird von Seiten des Verfassungsschutzes und anderer einfach als Reichsbürger eingeordnet. Obwohl es tatsächlich rechtlich berechtigt ist, ganz einfach. Absolut, absolut. Und, das ist ja das übliche Framing, was ja jetzt schon seit über 2 Jahren läuft. Genau. Und sie hat das Gefühl, dass sie jetzt, wenn angenommen, sie hätte da jetzt was Riesengroßes, angenommen, da hätten jetzt wirklich Millionen Leute mitgearbeitet, ne? Wie kriegst du das zu einer Volksabstimmung durch? Ne? Und dann kam eine Idee von einem Juristen, der von Friedemann Willemer, der hat ein tolles Buch geschrieben. In dem Buch wird genau geschildert, wie unsere gesamte Republik gewissermaßen sich da zersetzt und wie alles hier zerfällt und wie wir hier nur noch Bruch und Dolles haben und dass das Grundgesetz überhaupt nicht mehr gilt. Und der kam auf die Idee, der am Ende des Buches wird von ihm dann diese Petition vorgeschlagen, dass man die Politiker doch beauftragt, die Sache zu Gesetz zu machen dazu. Genau. Ja, das ist wirklich. Wie gesagt, das ist für mich Schwäche, weil genau die Schwäche, auf die ja auch hingewiesen wird, das ist die Schwäche nicht des Volkes, sondern die Schwäche der Initianten hier oder der Initiatoren dieser Geschichte, zu sagen, das Volk ist schwach, wir sind schwach und deswegen brauchen wir eine starke Regierung, die uns den Weg ebnet. Das Problem ist, diese Regierung hat sich wie eine Mafia erwiesen inzwischen, die steht nicht mehr auf dem Grundgesetz, die ist grundgesetzfeindlich auf allen Ebenen. Und das Problem ist, die Mafia zu fragen nach Gesetzen zur Ausführung, nach Ausführungsgesetzen, um die Macht der Mafia zu beschränken oder sogar die ganze Mafia zu stürzen, wenn du eine neue Verfassung hast, weißt du ja gar nicht mehr, was für die Parteien am Ende übrig bleibt. Und da kann man ja ziemlich sicher sein, dass es die Parteien da schwierig haben in dieser neuen Verfassung. Das ist Schwäche. Das ist aus meiner Sicht, das müsste man machen in einer Weise so, dass der Souverän das direkt macht und das Einspracherecht der Politiker, ich will es mal sagen, beschränkt, wenn nicht sogar annulliert in dieser Verfassungsfrage. Ja, Ralf, das ist interessant. Hast du denn da eine Lösung? Ja, wir haben ja eine Lösung. Ach, stell die doch mal vor, kurz. Und die kann ich vielleicht zeigen sogar, darf ich? Ja, bitte gerne. Das ist einfach nicht zu Ende gedacht von denen. Ich würde nicht mal sagen Schwäche, ich würde sagen, es ist nicht zu Ende gedacht. Und das ist der Punkt, warum ich, als ich deinen Vortrag gehört habe, damals Ralf sofort gesagt habe, Bingo, das ist es. Weil ich glaube wirklich, genau. Ich glaube, es ist auch wirklich einfach noch nicht realisiert, wie bösartig eigentlich das ist, was da oben sitzt. Weil dazu fragen, dass wir uns Gesetze machen sollen für eine Volksabstimmung, da würde ich doch, wenn ich die wäre, sofort sagen, na klar, ihr braucht auch nur 70 Millionen Unterschriften, dann könnt ihr einen Antrag einreichen. Ich würde sogar bösartig ist eigentlich das, was Ralf macht. Andere ist nicht bösartig. Ich finde, das Schwierige ist, Ralf, du sagst immer mit Berechtigung deinen Mafia-Vergleich, ja, aber ich krieg's es nicht so schön formuliert hin. Neulich habe ich es bei jemand gelesen, der genau das sagt, was ich auch die ganze Zeit denke. Wenn das alles ein Clan wäre, die ein Ding verfolgen, ja, dann könnte man die aushebeln eher. Das Ganze ist aber einfach eine Dynamik, die läuft. Und die kannst du nicht aushebeln, weil wenn du einen aushebelst, kommt der nächste nach. Und das ist viel, viel schwieriger, eine Dynamik auszuhebeln. Aber ich glaube, durch das, dass unsere Sache so einen langen Atem haben kann, nämlich einfach so lang, wie es braucht, und nicht durch irgendwas beschränkt ist, hinten vorne Petition, Aufmerksamkeit, sondern das läuft einfach weiter. Auch wenn es wieder ich nehme an, es geht vorwärts, dann wird es wieder Durststrecken geben.
Dadurch, dass das einfach weiterlaufen kann, haben wir eine Chance, das Ding durchzubringen. Aber dieses Ding ist ja jetzt hier noch in diesem Rahmen jetzt nicht besprochen. Stimmt. Dann leg Deswegen, los. naja, aber ich würde hier an der Stelle noch was sagen. Wenn ich Regierung wäre und jemand würde mir sagen, ich soll das Durchführungsgesetz für einen Artikel 146 machen. Die Besonderheit des Artikel 146 ist, dass er sagt, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Ja, und jetzt sollen aber diejenigen, die ihre Gültigkeit verlieren, die Repräsentanten eines Systems, die ihre Gültigkeit verlieren, die sollen ein Gesetz machen, wie es zu einer neuen Verfassung kommt. Verstehst du, das ist ein Riesenproblem. Und wenn die das, und ich würde als Regierung sofort sagen, ja, gerne mache ich das. Und Aber dann guck, dann würde ich das 10 Jahre auf die Seite genau, das ist legen. schon mal Und Punkt immer, eins. wenn irgendjemand überhaupt nur in die Richtung denkt, würde ich sagen, ja, aber ihr dürft ja noch gar nichts. Wir haben das Gesetz noch gar nicht verabschiedet. Damit ist gewissermaßen die Sache auf ewig blockiert. Das ist der Punkt eins. Und dann der Punkt zwei ist, da kannst du auch 20 Jahre Zeit nehmen. Du sagst die ganze Zeit, immer kommt das wieder in die, wie sage ich schon mal, In die reaktiviert die Debatte. Regierung das. Wir machen das ja, wir machen das ja. So, und damit sind alle anderen Initiativen so lange blockiert, bis die Regierung eine eigene Verfassung hat, die sie dann auf diesem Wege durchdrückt, weil sie die genau das so macht, so wie heute Gesetze gemacht werden für die Landwirtschaft. Das können nur die Größen durchstehen und gar nicht die Kleinen. Die kommen da überhaupt nicht in die Reihe. Verstehst du so? Egal wie überall in der Wirtschaft gearbeitet werden, da werden Gesetze gemacht, die nur den Größen die Möglichkeiten geben. Und dann können die ein Gesetz machen, was nur einer Verfassung die Möglichkeit gibt, abgestimmt zu werden, die vom WEF, von der EU oder von noch irgendwelchen komischen Leuten im Hintergrund hergestellt wird und wo die Grundrechte überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Das ist das Riesenproblem, das Genau, ich darin sehe. genau. Und Wie wir neulich besprochen. in der Zeit werden sie wahrscheinlich die Nationalstaaten schon abgeschafft haben, so wie Habeck das ja gerade in Davos hier gefordert hat. Und dann hat sich die Sache komplett erledigt. Weil die Rechte von den Nationalstaaten werden ja gerade komplett abgegeben an höhere Instanzen. So, das ist das Problem. Ja. Und Aber auch dafür dann öffnet können sie wir es das uns noch Tor. zurück. Aber auch dann können wir es uns noch zurückholen Ja, durch dieses natürlich, natürliche jederzeit. Recht, ja? Natürlich, Ja. natürlich. Ja, So, ganz ich sicher zeige mal, tut was das. wir statt dieser Sache machen, damit das auch geklärt ist. So. Ach, das wird jetzt bestimmt interessant. Wir machen eine Abstimmung, die ist auf einer Seite, die heißt unsereverfassung.de. Ich Moment. sage einfach mal nur dazu, natürlich weiß Marianne Grimmenstein von unserer Fraktion und also wir kennen ihre und ich denke mal, sie hat das schon auch im Bewusstsein, dass es uns gibt, auch verfasst. Also in diesem Sinne, dass sie dann ja geschrieben hat, dass entweder das Grundgesetz zur Verfassung erhoben wird oder eben eine Verfassung, wie sie schreiben. Ja, ich denke mal schon, dass sie das auf dem Schirm hat. Die Frage ist, ob sie sich wirklich mit unserer Aktion hier wirklich eingehend beschäftigt hat. Das ist eine Frage, ja. Ist gar nicht, ist nicht die Frage. Wir machen was anderes und ich erzähle es auf dieser Seite unsereverfassung.de eines Vereins, der unsere Verfassung e.V. heißt. Was immer das heißt, das kann man hier alles unter wir dann abgucken und so weiter. Seht ihr die Seite? Ja? Ja, Ja, natürlich, wunderbar. ja. Da machen wir machen eine Abstimmung direkt, unabhängig vom Staat. Und die heißt, ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Na, Verfügung der ruf Bundesrepublik doch die zu erhalten. Seite bitte mal auf. Ja, lass mich das. Du meinst jetzt diese Ja, die Abstimmung. Abstimmungsseite. So, seht ihr die Seite? Ja. Ja, wir sehen sie, die Präambel. Wunderbar. Jetzt kannst du loslegen. Ich stimme zu, damit man auch sieht, dass es unten mit Ja und Nein geht. Mit Nein oder mit Ja. So, ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Das unterscheidet von Marianne Grimmenstein auf jeden Fall, weil die ja gerne was anderes zur Verfassung erheben würde. Und wir erheben direkt unser Grundgesetz zur Verfassung. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ey, da sind so viele Fehler drin und das ganze Ding ist so. Also mein Grundproblem, ich sage, das Grundproblem, was hier dahinter, hinter dieser Initiative steht, ist, dass wir eigentlich der Meinung sind, dass das Volk nicht das Grundgesetz nicht mag und deswegen was Neues will, sondern dass das Volk das Problem hat, dass die Politiker sich nicht ans Grundgesetz halten. Und es nicht im Sinne seiner eigenen Ideale oder der eigenen Vorgaben
in denen heißt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmungen durchgeführt, das Grundgesetz fertig zu bilden. So, ganz vorsichtig gesagt. Wenn Ja, man und in jetzt, der Zeit immer wieder zu verschlechtern und umzubilden. genau, wenn man jetzt im Sinne dieses, hier diese Abstimmungsfragen sagt, ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben, sagen viele dort, dann ist der ganze Schwachsinn oder die alle Fehler, die auch drinne sind und die teils durch die Alliierten, die haben manche Dinge nicht zugelassen, sondern zum Beispiel Volksabstimmungen, umfängliche vor allen Dingen nicht. Weil dann die Frage gestellt werden kann, was wollen wir in die EU? Und so ganze viele Fragen sind dann plötzlich zu stellen. Wie sehen Na, das? damals wäre die Frage im Raum gestanden, ob wir ein vereintes Deutschland haben wollen, zum Beispiel. Auf Kosten der amerikanischen Besatzung. Und also praktisch alle ziehen sich zurück und wir machen einen neutralen Staat. Das war ja früher, war die Frage, die da war. Aber egal, wie dem sei, dass man alle Fehler, die drinne sind, praktisch mit zur Verfassung erhebt. Das machen wir aber nicht, sondern diese Abstimmung, die Fragen sind nur alle drei gemeinsam zu beantworten. Also nicht einzeln, sondern nur als Paket. Die größten Schwierigkeiten, die im Grundgesetz sind, die lassen wir gleich mit abfragen. Ich stimme zu, dass Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu erfahren kann. Und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Also das sind zwei Dinge, ne? Volksabstimmung vollumfänglich. Wie stellen wir uns die EU vor? Wie stellen wir uns unser Verhältnis zu Amerika vor? Wie stellen wir uns, wollen wir Speerspitze gegen Russland sein, was ja dann auch lange Thema war, bevor der Krieg losging. Jetzt lässt man mal andere kämpfen und unterstützt sie nur. Und so weiter und so fort. Da gibt es ja ganz viele Fragen. Schon die Frage war, wollen wir den Euro und weiß der Koko was? Da sind wir ja immer konsequent ausgeschlossen worden aus allen wichtigen Fragen, die es überhaupt je gab. Das ist das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich. Und dann kommt die Frage, Recht auf die eigenen Grundlagen. Hat das Volk ein Recht, die eigenen Grundlagen zu bestimmen oder nicht? So, das heißt, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Aber eigentlich, es kommt ja dann der Einwand gegebenenfalls, dass das mit den Volksabstimmungen ja schon eine Änderung wäre. Ist es Na. aber eigentlich nicht, weil es steht eigentlich drin in Abstimmungen und Wahlen. Es steht drin. Es ist nur nicht konkretisiert worden. Und das ist ja eigentlich, was wir wollen, dass es konkretisiert wird. Es gibt kein Ja? Ausführungsgesetz dazu, Es ja. gibt kein auch genau. Und dass über den Inhalt der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann, ist eigentlich, eigentlich ist es eine Floskel, weil eigentlich es steckt in dem Völkerrechtlichen ja drin und eigentlich steckt es auch im Grundgesetz ja schon drin. Ja? Hier in Das ist ganz nur vielen die. Landesverfassungen, zum Beispiel die Landesverfassung von Hessen, wenn die geändert wird von den Politikern, dann müssen die Politiker das dem Volk vorlegen. Es gibt immer eine Volksabstimmung dazu. Ist eigentlich Und ein gewisses Quorum eine mit Ja oder Nein. Conditio sine qua non, weil entweder, also wenn wir das jetzt abstimmen, wäre es vollkommen. Endlich wirklich mal, wäre es vollkommen widersinnig, das nicht klar reinzuformulieren, weil dann könnte dieser gleich wieder zurückdrehen. Insofern Ja, ist es genau. beides nicht wirklich eine Änderung, es ist eine Konkretisierung eigentlich nur. Korrekt. Die Webseite geht doch noch weiter, Ralf. Scroll doch Genau. mal weiter runter, bitte. Genau. Das ist nicht so wichtig, sondern willst du wirklich weiter runtergehen oder willst du, dass ich hier auf. Nee, weiter unten, ich kann mich erinnern, dass da weiter unten noch eine interessante Bemerkung auf jeden Fall war. Genau, Unabhängig. da kommen wir Ja. gleich drauf. Okay? Ja. Also diese zwei Dinge wollen wir, dass wir wirklich als Volk, das ist das Wesen einer Demokratie, dass man über die wichtigsten Dinge Mitbestimmung hat und nicht nur eine Partei wählen kann, die nachher was ganz anderes macht, als man will. Ich glaube nicht, dass viele Bürger die Parteien wählen, wenn sie wissen, wählen würden noch oder aus dem Grunde wählen, so muss ich das sagen, dass sie wissen, dass die Parteien eigentlich das Grundgesetz schleifen wollen. Ja, natürlich und klar. Und im Endeffekt, wie geht man heute Durch zur eine Wahl? europäische Verfassung besetzen wollen, wo die Menschenrechte keinerlei Bedeutung haben. Das muss man halt Ja, absolut, absolut. wissen. Keine echte Bedeutung haben. Nur Ja. Worte, aber keine Inhalte. Wenn man die Inhalte Aber anguckt, hat man recht selbst viel. wenn man das nicht weiß als durchschnittlicher Bundesbürger, ich glaube, dass die Parteien ihr eigenes Ding machen, ist so ziemlich bei jedem angekommen mittlerweile. Was für Schlüsse der draus zieht, ist wieder eine andere Sache. Aber Ja, am Ende. Der Missstand, dass von dem die Parteien wirken mit, zu die Parteien gestalten als alleinige Gestalter,
unser politisches Leben gerutscht, wieder hingerutscht sind. Das hat, glaube ich, mittlerweile jeder mitgekriegt. Ja, klar. Und am Ende Aber wählen viele das geringere Übel oder irgendeine Splitterpartei und damit ist die Stimme so wie verschenkt sogar. sag mal, wie soll denn das jetzt sich realisieren? Also wenn ich jetzt Marianne Grimmstein bin, dann denke ich eben, ja, okay, aber hier gibt es jetzt auch kein Gesetz und wie wollen die denn das jetzt schaffen? Also ich meine, sie macht ja ihre Aktion deshalb, weil sie eben das Gefühl hat, es muss doch mal irgendwie konkret werden, es muss doch mal irgendwie ins politische Feld wirklich kommen und irgendwie sich mal realisieren. So, und wie ist denn da, wie denken wir denn, dass es jetzt realisiert werden kann? Wir denken, dass wir genügend Stimmen haben müssen, dann ist das alles abgestimmt. Also unabhängig von den Parteien. Die haben hier nicht mitzureden. Alle Politiker dürfen mit abstimmen, aber nur als einzelne Bürger, also als 800 Bürger oder 700 Bürger oder was, sobald man auf den Bundestag guckt. Unter 80 Millionen, aber nicht als Parteien und die ganze Parteiapparat ist hier draußen, weil wenn hier die Stimmen genug hoch sind, dann ist das Grundgesetz abgeschafft, ganz einfach. Ralf, Wie es ich denke heute mal. da ist. Es ist zur Verfassung erhoben und da heißt es, dass dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit. Also die Repräsentanten des jetzigen Grundgesetzes, die verlieren dann ihre Gültigkeit. Die werden aber in dem Moment, wo wir das Grundgesetz zur Verfassung erheben, wieder in ihre Position sofort erhoben. Aber das, dann die Volksabstimmung ist mit abgestimmt und damit steht sie genau an der Seite. Und sie hatten an dieser Abstimmung über wie die Volksabstimmung aussieht, im vollumfänglich und an der Abstimmung, dass wir über die Grundlagen der Verfassung auch was zu sagen haben, keine Eingriffsmöglichkeit, weil das einfach parallel läuft. Insofern. Ja, Ralf, ich glaube, Dianas Frage ging genau darin, sie hat sich ja in die Position von Frau Grimmstein gesetzt, wie du das dann im Endeffekt umsetzen möchtest, wie die Genau. Verfassung dann im Grunde genommen neu formuliert wird oder das Grundgesetz im Grunde genommen dann von dem ganzen Schrott befreit wird. Wie soll das passieren? Darf ich das zeigen? Ja, bitte gerne. Also wir haben Also ich hier. fasse mal ein bisschen, ich möchte mal kurz ein bisschen zusammenfassen. Also wir halten quasi total die Politiker raus in diesem ganzen Prozess. Und da, wo Marianne Grimmstein ganz am Ende sozusagen sagt, dass sie will ihren Verfassungstext der ganzen Bevölkerung vorstellen, an dem Punkt sind wir quasi jetzt schon, sagen so, wir nehmen das Grundgesetz, stellen das der Bevölkerung nochmal vor und sagen, lasst uns das doch jetzt zur Verfassung erheben, weil da sind wir uns doch eigentlich schon so weit Mit den einig. geänderten Mit ein drei paar, Dingen. klar, genau, aber eigentlich ist ja nichts geändert, außer dass statt Grundgesetz Verfassung dann steht. Naja, nee. Die Volksabstimmung ist schon vollumfänglich Und verankert. die Volksabstimmung ist vor allem nicht Und die verankert, genau. Souveränität über die Verfassung. Und die Genau. Souveränität über die Verfassung. Genau, So, aber ansonsten und Herr haben wir ja Böß, nichts wie wollen Sie das geändert. dann eigentlich machen? Genau. Das Problem, wie man das macht und wie man dann wirklich dafür sorgt, dass es tatsächlich rechtsgültig vorhanden ist, alleine durch die Abstimmung. Es wäre ja jetzt albern, wir machen das und dann sagen wir den Politikern, ja, jetzt haben wir Volksabstimmung vollumfänglich, jetzt haben wir euch in die Position mit erhoben, aber Volksabstimmung vollumfänglich steht im Gesetz und jetzt müsst ihr das Gesetz für die Volksabstimmung vollumfänglich machen. Dann gehen die sofort wieder hin und machen was, was man nicht gebrauchen kann. Ist doch logisch, dann gibst du wieder der Mafia die Macht in die Hand, Gesetze zu schaffen darüber, wie man gewissermaßen die Konkurrenz, also die Volksabstimmung wird ja von den Parteien als Konkurrenz empfunden. Die wollen unter Umständen was völlig anderes. Richtig. Verstehst Ja, du? Und und dann gibst du denen wieder die Macht. Verstehst du? Das ist das Problem. und Das wie heißt macht man dann, es dann sinnvoll? hätte man hier überhaupt keinen Gewinn, weil man nur, weil man, und deswegen haben wir sämtliche Gesetze, die in Frage kommen, gleich mit abstimmen lassen. Die Änderungen des Textes des Grundgesetzes im Einzelnen, das ist der wichtigste, das wichtigste Gebiet, was hier überhaupt in Gang kommt. Das ist das hier. Die Änderung des Textes des Grundgesetzes im Einzelnen. Hier steht Grundgesetz, Text des Grundgesetzes und hier Texte in der Verfassung der Bundesrepublik. Also wenn man das dann ändert, ne? Also. Und hier steht zum Beispiel Titel Alt, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Dieses für die sieht man ja, dass es gegeben ist und Verfassung der Bundesrepublik sieht man, dass es sich selber gegeben hat. Das ist der Unterschied, ne? So und so weiter. Und dann werden zum Beispiel alle Sachen, die wichtig sind, die werden gleich geändert. Zum Beispiel Artikel 23. Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit.
die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und ich lasse es bis dahin. Ja? Also zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Ja, dann ist er seine Rechte schon los. Ne? So, und hier steht dasselbe wie vorher in Grau. Und dann steht, der Bund kann hierzu durch Gesetze mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen, sofern das Volk in einem Volksentscheid nach Artikel 78a Absatz 6 zustimmt. Das ist deutlich. Das heißt, hier sind, und hier auf dieser rechten Seite sind überall, wo Gesetzgebungsverfahren sind, wo hier links Gesetzgebungsverfahren sind, überall immer das von die Volksabstimmung mit eingeführt. Und 78a ist dann jetzt aber... Genau. Und dann haben wir das aber, wir haben das unter Vorbehalt gemacht. Wir haben den gesamten Text eingegeben und sogar sämtliche Gesetze, die Volksabstimmungen zur Volksabstimmung vollumfänglich. Seht ihr das? Ja. Was ich jetzt geändert habe an der Webseite? Nee, du hast ja gerade das markiert. Okay. Ich weiß nicht, wie weit er immer mitgeht, wenn ich hier umklicke. Doch, eigentlich geht er mit. Ja. Geht er mit, gut. Also ich mache nur den einen und die eine Geschichte. Genau, Artikel 78a, der ist ja noch gar nicht vorhanden. Also Gesetzesvorlagen werden beim Bundesrat durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht. Heute ist das so. Das System Bundesregierung, Parlament oder Bundesrat, die machen Gesetzesvorlagen heute. Von Volksabstimmung steht da kein Wort. Wir als Volk dürfen immer nur zugucken, einmal wählen, alle 4 Jahre und fertig. Hier steht... Gesetzesvorlagen werden beim Bundestag durch Bundesregierung aus der Mitte des Bundestages, durch den Bundesrat oder vom Volk nach Artikel 178a eingebracht. Da wird eine neue Nummer geöffnet einfach. Das Besondere ist, das wird dann alles schon, ist alles vorne, wechselt jetzt die Seite, wenn ich hier auf Ja drücke, mit abgestimmt. Das ist das Wichtige an der Geschichte. Das ist dann abgestimmt. Das gilt dann, weil die Mehrheit der Bevölkerung gesagt hat, ja, das machen wir. Und weil sie das über Artikel 146 gemacht hat und nicht die Politiker fragen musste. Der 146er setzt ja die Politiker außer Kraft. Giltet das dann? Ganz einfach, so ist die Welt. So. Und dann gibt's, das Problem ist aber, dass es den Artikel 78a, auf den hier immer verwiesen wird, noch gar nicht gibt. Das ist das Problem. Weil wenn du hier guckst auf der linken Seite beim Grundgesetz, bei Artikel 78a ist das große leere Feld mit dem Horror-Vakui. Du weißt ja gar nicht, was da reingehört. Und da haben wir dann Folgendes gemacht, aber man muss wissen, was jetzt da steht, ist alles abgestimmt, wird mit abgestimmt. Artikel 78 wird mit abgestimmt, ne? Wird mit abgestimmt. Ja. Artikel 78a, der im Rahmen der Verfassung das Wesen der Volksabstimmung umreißt, ist noch nicht ausgeführt. Er ist durch einen freien Bürgerrat, der gegebenenfalls als verfassungsklärende Versammlung einzuberufen ist, auszuarbeiten und dem Volk zur Abstimmung vorzulegen. Den gibt es noch gar nicht, ja? Ja, klar. Bis zu seiner Ausarbeitung durch den Bürgerrat und seiner Annahme durch das Volk gilt der von Mehr Demokratie e.V. zu Artikel 78 AGG schon ausgearbeitete Text. Das heißt, wir haben da sowas wie die damals, die Ossis den Trabi. Wir haben da ein Provisorium eingesetzt. Dieses Provisorium ist aber, das muss man wissen, mit außerordentlicher Expertise ausgearbeitet worden. Das ist außerordentlich hohe Expertise. Es ist nur Provisorium insofern, dass wir es jetzt hier einsetzen, ohne das durch eine Volksabstimmung einsetzen zu können. Und das ist ja in gewisser Weise eine Frechheit. So. Kann aber auch nochmal geändert werden, wenn dann eine verfassungsklärende Versammlung stattfindet, richtig? Genau, deswegen ist das mit der Verfassung. Er ist durch einen freien Bürgerrat, der gegebenenfalls als verfassungsklärende Versammlung einzuberufen ist, auszuarbeiten und dem Volk zur Abstimmung anzurufen. Bis zu seiner Ausarbeitung durch den Bürgerrat und seiner Annahme durch das Volk gilt der von Mehr Demokratie schon ausgearbeitete Text. Das heißt, das ist ein Provisorium. Durch die verfassungsklärende Versammlung kann er verbessert werden oder außer Kraft gesetzt werden. Und ich zeige mal hier, und dann hat man den gesamten Verfassungstext Artikel 78a
der hier jetzt als Provisorium gewissermaßen eingesetzt wird, der wird mit abgestimmt als Provisorium. Und der sieht dann zum Beispiel so aus, nur damit man mal so weiß, da ist eine gewisse Menge an... sieht man ihn? Aber ja, man sieht ihn. Aber ich würde jetzt gar nicht da ins Detail reingehen. Ich würde nein, ich bleibe auf. Der nächste Punkt, der genauso wichtig ist. Moment, Ralf. Ich würde da jetzt gerne mal noch darauf hinweisen, das ist der wesentliche Unterschied. Vorhin hatten wir es bei dem Grimmensteinchen-Ansatz davon, oder ich habe eingeworfen, ja, wenn dieser Prozess mit den Schritten, bearbeiten, besprechen, Abstimmung wieder angucken, wenn der anlaufen würde, nachdem irgendwie mehr Bevölkerung einbezogen ist, wäre es ein demokratischer Prozess. Wenn der jetzt abläuft in diesem kleinen Grüppchen von Menschen, wo man zwar dazu kann, aber kein Schwein weiß, dass man dazu kann, ja, weil es ist nicht bekannt. Weil die Medien das schlecht transportieren momentan. Ja, genau. Wenn der Prozess da jetzt abläuft, ist er nicht demokratisch. Das ist bei uns schon vornherein anders, weil da ist das Ding schon mehr als im Gespräch. Es ist ja schon abgestimmt. Ja? Ja. Das haben dann wirklich alle sicherlich mitgekriegt bis dahin. Ja? Und wenn dann so ein Prozess abläuft, so eine Besprechung der einzelnen Absätze und des einzelnen, dann ist es ein demokratischer Prozess. Das ist ein ich möchte darauf gleich nochmal hinkommen, wo da, wie das dann funktioniert mit dieser Abstimmung, mit der verfassungsklärenden Versammlung. Das ist ja die Frage, wie das funktioniert. Das ist wirklich eine Frage. Aber jetzt möchte ich noch auf einen hinweisen, bevor ich da wieder drauf hingehe. Okay? Der ist genauso wichtig. Ja, gerne. Der Verfassungstext ist hier provisorisch gegeben. Aber wir haben auch, weil hier ändert sich das, weil hier steht, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern, haben wir hier gleichzeitig den nicht Verfassungstext, sondern den Gesetzestext zur Volksabstimmung. Das ist was anderes. Verfassungstext sind immer Artikel, Gesetzestexte, also im Gesetzestext zur Volksabstimmung, zu einem, das nennt man ein Bundesabstimmungsgesetz für die wichtigen Dinge, da sind Paragraphen drin und da wird dann gesagt, wie viele Leute in welcher Frist müssen haben, was zu tun, wie sind die verschiedenen Schritte, wer hat das Sagen, wie hat die Presse damit umzugehen, wie wird das finanziert und diese ganzen Geschichten, die stehen da drin in einem Volksabstimmungsgesetz, also in einem Bundesabstimmungsgesetz, einer Bundesabstimmung über Volksabstimmungsgesetz über Bundesfragen, nicht Länderfragen. Ja, kriegt man nochmal raus. Und der wird hier auch mit abgestimmt. Der ist ja auch gleich mit zur Abstimmung, auch als Provisorium bisher in einer verfassungsklärenden Versammlung besprochen, bearbeitet und durchgearbeitet. So, und damit man mal sieht, wie der umfänglich aussieht, seht ihr es? Ne? Dann geht das nämlich das eine Menge Zeug. So. Genau. Das ist also umfänglich, vom Umfang her wesentlich größer. So, bis da. Nur damit man das mal so gesehen hat, ganz grob, das wird dann in der verfassungsklärenden Versammlung durchgeführt. Ja, und dann haben wir noch, das ist die Seite hier, und jetzt kommen wir dann zum Kernthema. Jetzt haben wir diese Seite, die Abstimmungsfragen. Darunter muss ich ja dann meine Datenschutzerklärung lesen und meine persönlichen Daten eingeben und so weiter. Damit die Abstimmung auch Rechtskraft kriegt. Und dann steht da eine Zusatzfrage zum weiteren Vorgehen. Zur Lösung der dringlichsten Fragen, die mit dem Grundgesetz in seinem Übergang zur Verfassung zusammenhängen, soll nach der Abstimmung ein freier Bürgerrat einberufen werden, der als verfassungsklärende Versammlung den Text ja der neuen Verfassung von überholten und unpassenden Inhalten bereinigt, für aktuelle und künftige Herausforderungen weiterentwickelt und dem Volk zur Abstimmung vorlegt. Und das kann dann jeder mit Ja, ich stimme zu oder er lässt bleiben. Bis jetzt haben es alle zu, fast alle. Drei oder vier derjenigen, die da, die haben es nicht mit abgestimmt. Aber die haben es wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch, dass die das einfach nicht bemerkt haben. Und das ich aber will noch mal gerne kurz ein bisschen zusammenfassen, auch dass es jetzt nicht zu lang wird. Wir sind jetzt nämlich schon fast anderthalb Stunden. Oh. Also tatsächlich glaube ich, also wir haben quasi einen Prozess ein bisschen umgestellt, auf den Kopf gedreht. Also wenn jeder, der denkt, na, wir brauchen doch eine Verfassung und unser Volk braucht doch jetzt endlich mal Mitbestimmung, dann ist immer so das erste Gefühl, dass man hat, na, dann schreiben wir uns jetzt eine Verfassung. Und quasi haben wir diesen Prozess einmal umgedreht. Wir haben gesagt, nee, wir schreiben gar keine Verfassung, wir nehmen das, was da ist und wir schnappen uns quasi erstmal unsere Souveränität mit dem vorliegenden Grundgesetz.
Und dann ist diese Souveränität einfach schon mal da, ohne dass man lange, lange, lange an irgendeinem Text rumschreiben muss. So. Wenn dann aber diese Souveränität da ist, dann haben wir die Möglichkeit, an dem Text weiterzuarbeiten, sind aber schon in der Position, die wir eigentlich haben sollten als souverän. Und So. haben den ersten Teil, den mit der Ewigkeitsgarantie, belassen. Ja. Das ist Das mir zum Beispiel auch. ganz wichtig, ja? Artikel Weil der 1 und hat dann immer Artikel noch 20, Ewigkeitsgarantie. Genau. Artikel 1 und Artikel 20 sind Ewigkeitsgeschichte und in Genau. keiner Weise von den Politikern. Und bleiben es und sind auch nicht angratzbar durch die klärende Versammlung. Und das finde ich Ja, ganz weil wir ja wichtig. auf dem Grundgesetz uns berufen. Richtig, genau. Aber dasselbe Problem haben wir trotzdem Ja, bei natürlich, klar. Initiativen, einfach diese Bekanntwerdung, weil das einfach extrem kompliziert, extrem abstrakt, extrem nie aufgegriffen wird in den Medien, natürlich eher im Gegenteil dann halt noch als verfassungsfeindlich. In den Medien findet es zurzeit überhaupt gar nicht statt. Genau. Was ich als Gegenwind, wenn ich mit jemand so auf Twitter oder so diskutiere, kriege, es ist doch, also praktisch in meinen Worten, es ist doch gar nicht notwendig. Wir haben doch eine Verfassung. Da kannst du kommen, wie du willst. Da rennst du an eine Wand. Es geht Es nicht um, es ist fehlt auch rechtlich momentan, notwendig. Wie bitte? tatsächlich noch das Bewusstsein in der Bevölkerung. Aber unsere Regierung, so sehe ich das jedenfalls, tut ja gerade das Arbeitet Beste daran schon. dafür, dass die Leute langsam aufwachen. Ja. Aber der Punkt ist, wir müssen, also ich versuche dann immer da einfach klar bei der politischen Diskussion zu bleiben. Ob wir es brauchen oder nicht, spielt doch gar keine Rolle. Politisch brauchen wir eine Lösung für das, was gerade passiert. Und da ist es eben eine Lösung. Und was ich gerne noch anmerken möchte, ist, was du nie so mit einbeziehst, Ralf, aber was ich als wesentlich finde auch, ist, ab einer gewissen Menge an Unterschriften, egal jetzt, wie groß die Menge sein wird, das muss nicht die Hälfte sein, wird das Ausland darauf aufmerksam. Das finde ich extrem wichtig. Und Außenpolitik ist nicht zu verachten als entsprechendes Druckmittel für die Innenpolitik. Ja, Ja, und und ich ich denke mal, auch glaube, der das spielt Verfassungsschutz noch. wird sich der Sache dann immer mehr Das annehmen. sowieso, das sowieso. Aber das mal außen vor. Ich meine, jetzt einfach im positiven Sinne, so wie wir auf andere Länder eigentlich positiv gucken, normalerweise, wo solche Prozesse in Gang gucken, wird auch das Ausland auf uns gucken. Wie Frau Grimmenstein zum Beispiel in Chile jetzt halt, ne? Genau. Und die Sachen dringen mittlerweile international viel weiter durch, als man denkt. Die Weinheimer Ärztin, die sie da wegen ihren Maskenattesten noch eigentlich unrechtmäßig, weil das Gesetz ja erst später geändert wurde, zu 2,2 Jahren und 9 Monaten verknackt haben, also ist noch nicht rechtsgültig, aber da ist jetzt in Amerika einer der dortigen konservativen, die Nachrichtenshows machen, drauf aufgesprungen. Die war da vorhin gerade da drin. Ja, also wenn die Dinge nur radikal genug sind und fast 3 Jahre wegen Maskenattesten, zumal noch unter alter Gesetzgebung, ist radikal, ja. Und wenn die Dinge nur radikal genug sind, dringen die im Ausland durch. Und das wird uns helfen. Und Bestrafung nach Also, einem Gesetz, was erst später in Gang gebracht worden ist, unmöglich. geschrieben Da worden haben ist, als die wieder. Ralf, Du was hattest vor, doch aber unmöglich. mal, Also, irgendwann war, ihr habt doch mal auch dieses Beispiel, dass selbst die EU, oder ich weiß jetzt nicht genau, ob das die EU war oder irgendein anderer Rat, darauf aufmerksam gemacht hat, dass hier bei den Politikern in unserem Land was falsch läuft im Hinblick auf die Staatsanwaltschaft. genau, Staatsanwaltschaft, ne? genau, Die haben genau. gesagt, unsere Staatsanwälte sind nicht frei, deswegen dürfen die internationale Strafbefehle nicht durchführen, weil nie geklärt werden kann, ob das rechtliche oder politische Prozesse sind, die hier laufen in Deutschland. Korrekt. Das ist eine unglaubliche Ohrfeige gewesen hier für unser System und das hat das Europäische Verfassungsgericht, wie heißt EuGH. das? Ja, EuGH. und ich bin mal der Meinung, dass das in den Medien auch keine Resonanz gefunden hat, dieses. Es wurde erwähnt, aber es Na wurde nicht ja, gut, ja, diskutiert. irgendwann nachts um 3 wahrscheinlich. Genau. So, also so viel zum Thema. Ja, also ich würde gerne noch über die verfassungsklärende Versammlung sprechen, Ja. weil da würde ja das Grundgesetz gewissermaßen durchgebürstet und ich will mal sagen erneuert oder wie immer mit quasi alle Fehler. Und dann ist die Frage, ob man das so macht wie wie Marianne Krimmenstein. Wie macht man die und wer hat da was zu sagen? Wer wird da Ja, reingewählt oder nicht? was haltet ihr denn davon, wenn wir einfach beim nächsten Mal,
wenn wir überhaupt auch noch mal Aber ein das würde ich anderes noch Thema gerne in fünf aufgreifen. Minuten mit an, Du weil das möchtest gerne noch gehört ein Feedback. unmittelbar Möchte ich zum sehen, du Thema. nicht in 5 Minuten, versuch es mal in 3 Minuten. Das finde ich auch mal spannend. Das Also die finde ich. Verfassungsklärende, wenn wir genügend Stimmen haben, findet die verfassungsklärende Versammlung in den Schlössern auf der Herren Chiemsee, auf der Insel im Chiemsee statt. Schon zu lange. Da ist das Grundgesetz geschrieben worden, das ist öffentliches Gebiet. Und wenn wir als Souverän in öffentlichem, öffentlichem Gebiet, also in Dingen, die der öffentlichen Hand gehören, dann entscheiden, dass wir da machen, dann können wir das da machen. Da gibt es gar nichts zu wackeln. Da hat es Riesenplatz, sowohl auf dieser Insel wie in diesen Schlössern, Riesenplatz, um ganz viele Leute einzuladen, damit zu machen. In diese verfassungsklärende Versammlung werden keine Politiker und keine Lobbyisten und keine Richter oder sowas eingeladen. Dann hätten wir nämlich genau diejenigen wieder drin, die heute das Sagen haben. Ja? Es sei denn, sie kommen per Los rein. Kommt sofort. Sondern die Leute werden per Los zufällig gezogen, sodass nicht Leute mit Vorinteressen, sondern ich will mal sagen, freie Geister, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, und wenn sie es bis dahin noch nicht waren, dann werden sie es da werden, da rein eingeladen werden, sodass wir einen riesen Pool haben von Menschen, die, ich will mal sagen, durch Los, die gar nichts bis dahin wussten, die werden dahin eingeladen. Die Leute bekommen für die Zeit Verdienstausfall, die kriegen Hotel, Essen, alles finanziert, sodass das da wirklich ein Riesenevent wird auf dieser Insel. Egal, wie lange das braucht, das Geld ist da, das wird an der Rüstung abgezogen oder irgendwo. Wir sind ja dann der Souverän und können das bestimmen. So, und dann geht's weiter. Der nächste Schritt ist, diese Menschen werden in 11 Gruppen mindestens eingeteilt. Es gibt noch mehr. Das Grundgesetz hat 11 Kapitel. Und jede dieser Gruppen kriegt die Aufgabe, eines dieser Kapitel zu klären. Und zwar, die kriegen innen eine saubere Moderation und von außen kommt die Expertise, damit man es klären kann. Da kommen die Fragen daran, da kommen die Kritik an dem, was da steht und so weiter. Und geklärt wird vor allem im Sinne von Artikel 1 und Artikel 20. Stehen die Menschenrechte im Zentrum oder stehen Parteienvorteile im Zentrum auf der einen Seite und steht wirklich Demokratie, Rechtsstaat und Sozialstaat, wie es in Artikel 20 gefordert wird, im Zentrum. Das ist, ich mache ein Beispiel im 9. Kapitel, da wird die Gewaltenteilung zwar angesprochen, aber nicht vollständig durchgeführt im Grundgesetz, sodass das passieren konnte, dass heute die Politiker über die Richter und über die Staatsanwälte gewissermaßen das Sagen haben. solche Dinge, dann da steht die Frage, ist das im Sinne der Menschenrechte und im Sinne echten Rechtsstaates, sind das Strukturen, die im Sinne der Menschenrechte notwendig sind und im Sinne echter Rechtsstaatlichkeit, oder sind das Parteienvorteile, die sich da geltend machen? Und das wird sich dann zeigen, dass es Parteienvorteile sind und dann muss man sie löschen, weil sie nicht Artikel 1 und Artikel 20 entsprechen. Und so geht das durchs ganze Grundgesetz durch, von vorne bis hinten. Jede dieser Gruppen hat eines dieser Gebiete abzuhandeln. Und dann kann man im 11. Kapitel die Besatzungsrechte sich angucken, ob man die noch haben will und so weiter und so fort. Diese ganzen Geschichten. Und in Kapitel 1 die Menschenrechte, die Grundrechte, ob die nicht wahnsinnig versaubeutelt worden sind von der Politik innerhalb der letzten 60 Jahre. Das kann man dann alles klären im Sinne von Artikel 1 und Artikel 20 und dann, jetzt kommt die Besonderheit an der Geschichte, alle die Vorschläge, die durch Marianne Grimmenstein gebracht worden sind, die können in der verfassungsklärenden Versammlung in der Expertise gewissermaßen an den entsprechenden Punkten mit eingebracht werden. Und dadurch ist das keine sinnlose Tätigkeit, selbst wenn wir uns durchsetzen, wäre das keine sinnlose Tätigkeit, so muss ich das sagen. Ist die beste Expertise, sondern die wir haben können. Es sind dann Anregungen, wie das Grundgesetz weiter ausgebildet werden kann, ohne die Grundstruktur des Grundgesetzes in irgendeiner Form zu beschädigen. So ist das gemeint. Ja. Ja, ja. Also eine bessere Expertise als die Vorarbeit von Frau Grimmstein kann es kaum noch geben. Und dann ist das die verfassungsklärende Versammlung, die wird natürlich mit großer Öffentlichkeit und so weiter, weil wir der Souverän sind und das wird dann, was da rauskommt, wird am Ende dem Volk zur Entscheidung vorgelegt. Also zur Abstimmung vorgelegt. Und am Ende wird dann auch über die Medien dann wahrscheinlich extrem projiziert wird. Ne? Genau. Muss ja irgendwie passieren. Das ist ja auch in dem Ausführungsgesetz schon mit abgestimmt, am Ende. Ne? Und jetzt zur Auslandsfrage, die ganz wichtig ist.
Es gibt Menschen, die kommen hin und sagen, ja, das ist ja ein nationalstaatliches Projekt und alle Politiker wollen, dass der Nationalstaat verschwindet. Was sagst du darauf? Da sage ich, wenn wir hier anfangen, direkte Demokratie, also echte Demokratie zu machen, Volksabstimmung auch über die wichtigsten Fragen und nicht einmal abgeblockiert zu sein, über die wichtigen Fragen, über die Inhalte der Verfassung, das ist die eine wichtige Frage und die andere über die, was unsere Politiker da draußen so alles vollziehen. Wenn wir da anfangen mit Volksabstimmungen, dann hat das eine Auswirkung in Gesamteuropa, weil dann alle demokratischen Kräfte in Europa plötzlich Wind unter die Flügel kriegen. Weil Deutschland ist ja nicht Liechtenstein irgendwo in der Ecke, sondern wir hängen ziemlich im Zentrum und sind ziemlich dicker Brocken in Europa. So, wenn wir das machen, kriegen alle demokratischen Kräfte in Europa, kriegen gewissermaßen Wind unter die Flügel. Und dann entsteht neuer, ich will mal sagen, Gesamtspin für Europa. Nämlich wir wollen echte Demokratie und wir wollen nicht eine und wir wollen, und dann guckt man sich auch neu an, was da in der EU gebacken wird. Das ist der Hammer, was da gebacken wird. Also in negativer Hinsicht der Hammer. Das sind reine Lobbyistenrechte, die sich da durchsetzen. Das haben auch viele Leute schon satt. Und das ist ein gutes Argument für uns, weil dass die EU nicht demokratisch ist, das wissen, glaube ich, auch alle. Die EU ist in keiner Weise selbst demokratisch. Zum Beispiel, wir haben alle Herrn Genau. Weber gewählt und Frau von der Leyen ist dann da hingekommen in die Position. Niemand hat je Frau von der Leyen gewählt. Das muss man sich mal vorstellen und das ist nicht nur auf der Ebene, es ist auf allen, auf der Ebene sämtlicher Entscheidungen der EU so, dass Demokratie in keiner Weise was zu sagen hat. Der, wie heißt es, die europäische, das Parlament vorne, das hat nicht mal ein Recht, Da Gesetzesvorschläge zu machen. Sag mal, das ist muss nur man nur mal ein reingucken, was die Parlament. Einzelnen sagen. Da muss man mal reingucken, was die Leute da Stellung nehmen, die da drin sind. Die sagen das ja selber ganz klar, dass sie keine demokratische Ein also dass das Parlament keine demokratischen Rechte hat, ja. Das heißt, unser Parlament gibt jetzt schon permanent seine Kompetenzen ab an eine nicht-demokratische Institution und will jetzt von einer nicht-demokratischen Institution sich eine Verfassung geben lassen. Das ist der Hammer. Also so viel, damit man das versteht. Wenn insgesamt, wenn wir mit dieser Sache hier langsam in Gang kommen und insgesamt in Europa die demokratischen Kräfte plötzlich Wind unter die Flügel kriegen, die heute alle niedergehalten werden mit Macht von oben, dann muss sich die EU ändern. Ganz einfach, weil dann keiner mehr mitmacht. Das ist das Problem. Und Genau. deswegen ist das hier ein Weg, der tatsächlich von Bedeutung sein könnte. Ein ganz wichtiger Punkt, den sollte man vielleicht noch mal ganz deutlich sagen. Es wird so lange funktionieren, dieses System, solange wir mitmachen. Und so wie wir Nein sagen, wird es in sich Und zusammenfallen. wir sagen hier nicht Nein, sondern wir sagen, ey, wir machen es jetzt Wir besser. sagen so, ja, Und genau. bei der Verfassungsgebenden, das muss man ganz deutlich sagen, verfassungsgebende Gewalt ist das Volk. Die Politiker sind verfasste Gewalt. Durch die Verfassung gefasst, verfasste Gewalt. Die sind Personal. Die haben an der Verfassungsgebung überhaupt nicht mitzusprechen. Das ist ganz wichtig. Wenn ich als Schlossbesitzer von meinem Personal abhängig mache, wie das Schloss geführt wird, dann kann es das Schloss vergessen. Ist das deutlich? So ungefähr. Und wir sind der Souverän, wenn wir gemeinsam wirken. Nicht als Einzelperson. Wenn wir gemeinsam wirken, sind wir der Souverän. Das Volk ist die verfassungsgebende Gewalt und die Politiker sind verfasste Gewalt. Und die haben eigentlich an der Verfassungsgebung nichts zu sagen. Und deswegen ist das für mich das Problem von Marianne Grimmenstein. Die Gesetzesvorlagen gewissermaßen, wie man das macht, dem Personal vorzugeben, anstatt zu sagen, wir machen das selber und das Personal hat da nichts zu sagen. Das ist ein Riesenproblem. Und zweitens öffnet sie, das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, wenn die Politiker dann das Gesetz machen, wie sie sich das wünscht, wie der Artikel 146 zu ziehen ist, ne? Dann machen die das so, das kannst du jetzt schon wissen, dass die Hürden uneinnehmbar sind für solche Initiativen wie Marianne Grimmenstein das hat. Für alle kleinen Initiativen. Die Hürden werden so gemacht, dass die Verfassungsgeschichte nur laufen kann, wenn ganz riesige Spieler gewissermaßen da irgendwas machen. Verstehst du? Und das sind die riesigen Spieler, sind die EU und der WEF und die Amerikaner wahrscheinlich auch noch. So. Das heißt, man gibt den falschen Menschen den Schlüssel in die Hand.
Und es ist aus meiner Sicht ein riesiger Irrtum von Marianne Grimmenstein zu glauben, dass ihr Verfassungsentwurf da überhaupt nur eine Möglichkeit, eine Spur von Möglichkeit hat, sondern da wird was hingesetzt, was der WEF ist. Das heißt, sie durch ihre Initiative, die sie ja in viele jetzt auch mit einer neuen Verfassungsklage wegen CETA wieder in Gang bringt, öffnet sie, ich will mal sagen, die Büchse der Pandora. So einfach ist das. Und deswegen bin ich da relativ strikt dagegen. Ein schönes Schlusswort. Ja. Ja. Da schließt sich der Kreis. Ja, okay. Ja, dann danke ich euch, dass ihr heute dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch dabei. Und vielleicht haben wir nächstes Mal auch einfach noch einen Gast. Schauen wir mal, was da unser das Thema wird. Toll. Das wäre toll, dass wir mal so ein paar Leute haben, die komplett dagegen sind. Ich würde mal sagen, Freunde, ich schalte jetzt die Aufzeichnung aus und wir bleiben noch einen Moment zusammen. Wie haltet ihr es? Ja. Ja.